Grüß dich. Du hast Fieber? Albert, mein Herz hält das nicht aus. Warum nimmst du nicht die Kinder, Magda, und verschwindest von hier? Verschwinden? Wohin denn? Ich hab dir schon einmal gesagt, ich kann euch einen Lastkahn nach Schwanenwerder bringen. Man kann ihn umbauen, sodass ihr euch darin verstecken könnt, bis alles vorbei ist. Lange dauert es so oder so nicht mehr. Ich habe mir alles genau überlegt. Ich möchte nicht, dass meine Kinder in einer Welt ohne Nationalsozialismus aufwachsen. Überleg es dir nochmal, Magda. Die Kinder haben ein Recht auf ihre Zukunft. Wenn die Idee des Nationalsozialismus stirbt, gibt es keine Zukunft mehr. Ich kann nicht glauben, dass du das wirklich willst. Okay. Ich komme nochmal vorbei, bevor ich gehe. Herein.